Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute zeige ich euch mal ganz flott, wie man eine Grafikkarte wechselt. Und zwar seht ihr hier, ist noch die alte eingebaut und hier liegt schon die neue. Und als erstes sollte man einmal gegen die Heizung oder an irgendeinen metallischen Gegenstand fassen, um sich so ein bisschen zu erden. Das heißt, dass so der elektrische Strom oder die elektrische Spannung aus dem Körper entweicht. Und als erstes ist die Grafikkarte ja immer hier am Gehäuse verschraubt. Das sind manchmal zwei Schrauben oder manchmal auch nur eine. Und die lösen wir anfangs natürlich erstmal, um die alte halt rausnehmen zu können. Das sollte immer der erste Schritt sein. Dann machen wir hier natürlich noch das Kabel ab. Und was natürlich selbstverständlich ist, ist, dass man natürlich den Computer abschaltet, den Stecker rauszieht. Das ist ein bisschen friemelig hier mit dem Kabel gerade. Nicht so gut raus. Dann sollte auch man immer ein bisschen vorsichtig sein. So, jetzt ist es raus, das ist das Kabel. Das ist jetzt der Stromanschluss. Das heißt, er kommt vom Netzteil und das sorgt halt dafür, dass die Grafikkarte auch Strom hat. Und ansonsten ist halt die Grafikkarte unten noch aufs Mainboard gesteckt. Da muss man auch gucken, an den meisten Plätzen ist da noch so ein Schalter, den man runterdrücken muss, damit man das Ganze entsperren kann. Oder damit man das Ganze halt rausziehen kann. Das soll halt davor schützen, dass es nicht einfach irgendwie aus Versehen rausgezogen wird. So, und da haben wir das gute Teil auch schon. Nehmen wir raus, legen es zur Seite. Und dann haben wir hier gleich das nächste gute Stück. Da sehen wir halt hier auch erstmal, das ist ja hier der Anschluss, den wir haben wollen. Hier wird die Schraube nachher angemacht. Also muss das Ganze so rein. Dann tun wir es einfach an denselben Ort, wo wir gerade auch waren. Erstmal gucken wir, dass das ungefähr passt von der Positionierung. So. So, jetzt haben wir es gut auf der Höhe. Dann müssen wir wieder, ihr seht das glaube ich gar nicht so gut, wieder auf diesen Schalter den runterdrücken, dann rutscht das rein. Dann klippen wir es wieder hoch. Dann nehmen wir wieder unsere Schraube. Und versuchen das Ganze halt hier wieder daran festzuschrauben. Das ist immer so eine Friemelarbeit, um die Schraube hier reinzubekommen. Sollte aber, glaube ich, für keinen von euch ein Problem darstellen, die Schraube hier reinzubekommen. Und ihr seht schon, das ist eigentlich ziemlich einfach. Und wenn dann die Schraube drin ist, kommen wir halt wieder zu unserem Kabel. Das habe ich jetzt hier hingelegt. Und dann müssen wir eben gucken, wo der neue Anschluss ist. Der ist jetzt hier an der Seite. Und dann drücken wir das Ganze rein, bis das Klick macht. Und dann haben wir das Ganze auch schon installiert. So einfach geht das. Wenn wir dann das Gerät wieder hochfahren, müssen wir halt einmal noch die Treiber installieren. Bei einer Grafikkarte legen die eigentlich immer in CD-Form dabei. Und ja, dann ist man schon fertig. Also es geht wirklich relativ einfach.